Das ehemalige Kraftwerksgelände in Borken war am Pfingstmontag das Mekka der Tuning-Fans. Über 1600 zum Teil richtig heftig aufgemotzte Autos standen auf dem Gelände. Darunter auch kuriose Fahrzeuge wie der VW Polo von Mirko Gur und Robert Rasche aus Sachsen. Hochglanzpoliert kann jeder, sagten sie sich und arbeiteten den Wagen im Red-Style um. Rost statt Hochglanzlack. Das ganze Gegenteil stellten Stefan Hinke und Katharina Schopper aus Kamen in Nordrhein-Westfalen mit dem Hyundai Coupé vor. An dem Wagen ist nichts mehr so, wie es beim Kauf vor 10 Jahren war, sagten die beiden. 30.000 Euro haben sie in den vergangenen 10 Jahren reingesteckt. Im alten Kesselhaus standen aber noch weitere auf Hochglanz polierte und getunte Autos. Dazu gab es eine kombinierte Schwarzlicht- und Lasershow. Ziemlich laut ging es bei der Lautstärkemessung zu. Da lagen die Werte am Endrohr weit jenseits der 120 Dezibel. Aufpassen mussten lediglich die Cabrio-Besitzer, wenn ein Regenschauer kam. Da brauchten die hartgesottenen Aussteller nur einen Regenschirm. Neben kunstvollem Airbrush auf der Motorhaube gab es auch den Vergleich zwischen Normal- und Tuning-Umbau wie beim Smart mit 3 Achsen. Trotz Aprilwetter im Mai war die Veranstalterin Mandy Ernst vollauf mit ihrer 2. Auflage in Borken zufrieden.